Ja, hey, willkommen. Mein Name ist dann Niro LP. Ja, wie man hier sehen Reisen kann. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir nichts gemacht. Wortwörtlich nichts. Wir haben ein bisschen gebaut. Wir haben ein bisschen die Basis hier so eingegangen. Bisschen verschönert. Habe ich die überhaupt alles schon mal gezeigt? Die habe ich auch schon ein bisschen länger hier. Schöne Bilder war den Typ und den Typ. Doch, ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt, ne? Kommt mir auch bekannt vor und er ist doch jetzt hier. Ein Kabotz. Und ja. Wir machen. Ich wollte, wir sollten mir mal hier die Käfige ansehen, die ich aufbauen kann. Weil das ist ja irgendwie so gehypt hier in diesem DLC. Ich hoffe wirklich, ich brauche kein Aluminium. Hundefutter, was? Warum brauche ich Hundefutter, um Links zu bauen? Mittelgroße Käfige. Gunner-Käfig. Chance bei Versorgung, mit Energie einen Gunner zu fangen, zum Freilassen des Gegners Energiezufuhr unterbrechen. Das Problem ist, ich kann hier nicht mehr viel bauen. Deswegen. Ich glaube, ich weiß, wo ich da alles hin will. Das, wow. Ach, du bist der Tank, ne? Der ist noch im Bau, also keine Sorge. Meine Roboter kommen auch irgendwann zum Zug. Nur nicht jetzt. Ja, was wollte ich mal? Die muss ich auch noch wegschicken, was ja. Die erledigt muss werden jetzt muss, auch noch helfen wir. Platz hier ein. So, ich habe aber eine gute Insel. Einen guten Ort hier, wo ich ein bisschen was machen kann. War. Ist das alles verbunden? Ja, ne? Spectacle Island. Das ist eine Insel, wo ich versuche, so viele wie möglich, also so viele Leute wie möglich hinzuschicken. Mir ein bisschen Geld zu generieren und all sowas. Apropos Geld generieren, Shops und sowas alles. Haben wir mal von diesem Vault-Vertreter, der jetzt in Sanctuary lebt, den habe ich mal so einen Shop zugewiesen, der irgendwelche Sachen verkauft. Und von dem habe ich mir eine schöne Beinrüstung geholt. Und zwar, ich glaube, die linke ist das, ne? Beinschiene der Apokalypse oder irgend sowas. Ist das, glaube ich, hier. Mehr Energie, Schadenresistenz, je weniger deine Gesundheit ist. Also ja. Dann habe ich besser als das, was ich vorher gehabt habe und so. Und ja, was mache ich hier auf dieser Insel? Ich tue ja ganz viel Essen und sowas hinpacken. Weil Scheint wirklich kochen was zu werden. mache ich ja jetzt ja ganz groß, ne? Erfahrungspunkte und so sammeln. Deswegen tue ich jetzt auch viel hier so in Essen und so investieren. Muss Welches ich arbeiten, dann keine Zeit koche, zu um verlieren. Erfahrungspunkte zu bekommen. Die Farm ist nichts Besonderes, Gut, ne? aber immerhin etwas. Mal vorausschauen. Dann habe ich noch ein paar Shops hier aufgebaut. So, das Blöde ist, diese blöde Werkbank, die ist irgendwo da hinten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie nachgucken will, ob die Geld oder so regeneriert haben, dann müsste ich irgendwo, oder hier kann ich auch. Hier nachgucken. Und ich habe 200 Kronkorken, ja? Das ist gar nicht mal so lange her, seit ich hier gebaut habe. Also, das geht schnell, relativ, ne? Und nach jeder Aufnahme kann ich immer hier so an meinen Shops und so vorbeischauen und gucken, was die so haben. So, aber das Kennst du sind die wir zu Farben, die von verkaufen. Ulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Hey. Möchtest du ein bisschen handeln? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Okay, was soll ich? Muss halt gar nichts machen. Hoffentlich bist du Was um nicht zu einer trinken und dieser so. Synths, die mich ausspionieren Glaubt, man wollen. muss mehr untätige Siedler haben, damit mehr Geld generiert wird. Deswegen tue ich so viele Leute wie möglich mal hier hinpacken. Ich sollte mal ein paar Leute von Sanctuary hinpacken. So, ich weiß Ja. nicht, was das Ding hier macht. Das soll irgendwie, weiß nicht, Produktion oder so verstärken, ich weiß es nicht. So. Obwohl, ich tue in Sanctuary, glaube ich, die Käfige aufbauen, ne? Weil man kann sich auch irgendwie Arenen oder so aufbauen und so. Weil in die Red Rocket Raststätte, da habe ich keinen Platz, ich kann da nichts mehr bauen. Deswegen sollte ich da vielleicht ein Sanctuary oder so machen, weil das ist riesig. Außerdem gibt es da so viele Orte, wo man perfekt bauen kann. Glaube ich besser. Dann kann ich auch ein Sanctuary nachgucken, ob ich da wieder ein bisschen Geld bekommen habe.
Hier wird nicht viel passieren in dieser Folge, glaube ich. Außer, ich will mal Außerirdische sehen. In diesem Spiel. Ein Addon scheint ja irgendwie nicht rauszukommen, hat irgendwie Außerirdischen zu tun, ne? Also, nehme ich mal an. 100 Kronkorken, hallo. Ich glaube, jeder Tag oder so gibt Kronkorken. Jeder Tag 100 Kronkorken, ja. Ich sag, das geht ja locker wieder rein. So. Dann will ich mir nur noch einen Ort suchen, wo ich... Ich habe auch viele Shops hier aufgestellt, ne? Wie viel Platz habe ich denn hier? Ja, Mama Murphy. Habe ich hier voll gut ausgestattet, damit die ja schön Zeit hat. Falls man ein paar Körbe schmeißen will. Zigaretten. Ein Fernseher, der die ganze Zeit nur Standby anzeigt. Und ja. Gut, dann. Ich bin aber mehr so am Eingang über. Ich kann die Kühe irgendwie zumeißen, was? Okay. Kann aber nichts mit dem machen. So, haben wir hier irgendwo einen ganz normalen, du bist Gammelkader, ne? Haben wir irgendwo einen ganz normalen Siedler, den ich irgendwo wegschicken kann. Damit ich hier die eine hinschicken kann. Ja, sie hat den Kleidungsshop. Siehst du sie vor diesem Radio? Warte mal, läuft der vielleicht mal nach? Ich sollte jetzt. Ich wollte nur irgendwie gesagt hat, ja, ich tu gerne schneidern oder irgendwie sowas. Wir produzieren ein paar. Und ja, deswegen hab ich die hier zum Kleidungsshop Güterin gemacht. Da ist ja irgendwo ein normaler Siedler. Ich weiß nicht, wo die immer alle sind hier. Immer wenn ich irgendjemanden suche, weiß ich nicht, wo die sind. Du, geh mal nach Spectacle Island. Spectacle Island. Spectacle Island. Generier mir Geld. Diese blöde Power Armor, ne? Ich habe ein Problem damit, dass man Power Armors nicht einfach so bewegen kann. Ich muss immer da reingehen, um nichts bewegen. That's wrong. Boah, ich guck mal, ob ich da irgendwie Platz habe. Obwohl, ich glaube, ich weiß, wo ich da brauchen könnte. Ja, und aus irgendeinem Grund leckt es jetzt jedes Mal, wenn ich hier zwischen meine Basis und Sanctuary wechsle. Also ich weiß nicht, oder jedes Mal, wenn ich hier den Bereich betrete, irgendwie sowas. Also es scheint immer zu laggen, wenn ich jetzt hier rein und rausgehe. Vielleicht ist hier einfach zu viel. So. Tu mal irgendwie den Käfig oder die Arena oder was auch immer irgendwo da oben bauen. Auch wenn ich keinen Platz habe. Gucken wir erstmal, ob diese Dinger machen. Bauen wir irgendwie hier was, wo ich hier nichts bauen kann. Aber ein Käfig, Arena. Gut, dann kann ich ja Leute gegeneinander kämpfen lassen. Was? Kreaturen, die nach den Einstellungen aus ihrem Käfig freigelassen werden, sind dir und deinen Siedlern gegenüber nicht feindselig. Schau, die Siedler in der Nähe entspannen. Okay. Feierabendsirene. Ödlandflüsterer, was? War schon vorher, ich sollte mal nachgucken. Vielleicht sind da ein paar neue Fähigkeiten oder so verfügbar. Das ist allgemein, ich weiß nicht, auf damit soll. So, Meierlöck-Käfig. Ich will keinen Meierlöck haben. Redhirsch-Käfig. Gunner-Käfig, das finde ich irgendwie noch. So, da gucke ich an, wie viel Jet ich habe. Raider-Käfig. Fangen wir mit dem Raider an. Und ja. Ah, okay. Mit Käfigen kannst du Kreaturen und Feinde anfangen und sie für deine Zwecke nutzen. Käfige funktionieren nur mit Energie. Wenn du schläfst oder außerhalb deiner Siedlung bist, besteht eine Chance, etwas zu fangen. Das sollte nicht länger als eine Woche dauern. Hast du etwas in einem Käfig gefangen, kannst du es freilassen, indem du die Energie zuvor unterbrichst. Der Käfig kann sich jedoch auch durch Schaden öffnen. Außerdem locken deine gefangenen Artgenossen an, wodurch deine Siedlung wahrscheinlich angegriffen wird. Ja, sie sollen mal versuchen, meine Basis anzugreifen. Einige gefangene Kreaturen gelten selten stets als gezähmt. Andere können mit einem laufenden Beta-Welten im Beta zahm gehalten werden. Gefangene Raider, Gunner und Smoke-Gunner sind immer feindselig. Was bringt mir das dann zu fangen? Kaufen uns hier so ein Insekten-Ding noch. Mein Gott, ich kann gleich nichts mehr bauen. Und ein Gunner-Käfig. Lass mal so Gunner gegen Raider antreten, oder was?
Ach, da kostet der Kronkorken. Aber nur das, okay. Mit Kuhle einfangen. Und wenn da jemand drin ist, kann ich dann auch wenn jemand da drin ist, kann ich dann wie heißt das? Kann ich den Käfig dann auch bewegen oder so? Ah. Okay. Na gut, dann gucken wir mal. Ah, ich bin noch nicht fertig. Au, oh, verpiss dich. Ich bin noch nicht fertig hier. Kann nicht mehr gebaut werden, willst du mich verarschen? Boah. Ach, jetzt habe ich die Dinger mal gebaut, Mann. Gehen aber trotzdem noch, ne? Versuch mal einfach mal, gucken wir mal. So, was machen wir denn? Jetzt mal ein restliches Paar. Das ist ja so schönes Wetter. Helf mal irgendwie eine Siedlung oder so, ne? Ja, die ganze Zeit am Rumbitschen ist. So, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich schon da war oder nicht. Also gehen wir mal dahin. So, Ghoul in der Bedford Station kaputt hauen. Waren wir da schon mal? Ich weiß es nicht. Ja, ich versuche einen Schnelldurchlauf durchzurennen. Vor allem Ghoul, das sind Schnelldurchlauf, das ist locker. Okay. Hauen wir mal ein paar Ghoule kaputt. Werden wir schon noch nicht erledigt haben. Doch, hier waren wir schon mal. Ich bin mal, hier habe ich mich mal selber in die Luft geackert, weiß ich noch. Du, ey, ich hab eine Dekomprimierungsanlage. Nee, so hieß das nicht. Dekontaminierungsanlage zu Hause. Mit Strahlung können wir jetzt nichts mehr haben. Oh, so. Dann haben wir die schnell kaputt wegen Erfahrungsgut oder sowas, ne? Hey, warum? Meine Stimme. Beinkommen oder was sein, ne? Ich weiß allgemein nicht, was wir noch machen sollen. Gibt bestimmt noch Sachen, die wir machen können, ne? Aber im Moment habe ich noch nichts so. Ich habe mir mal vorgenommen, im Bunker Hill mal ein paar Leute hier zu befragen. Ich war auch nicht. Weil in Diamond City, als ich da mal angefangen habe, ein paar Leute zu reden, haben die mir auch Missionen und so gut gegeben. Was ich meine, in anderen Siedlungen auch machen geworden hat. Jetzt ist er fest. Mir leid. Oh, jetzt kann ich nicht. Ja, das war schon fertig. Geil. Jetzt
Geht zur Wacht. Okay, dann gehen wir nach Außenposten Simonia. Ist irgendwie hier, ne? Ja, okay, tschüss. Holen uns unser Geld ab. Machen wir von der Abernethy fahren mal ganz schnell irgendwas. Vielleicht, mal gucken. Falls wir es nicht schon erledigt haben, ist ja auch manchmal so eine Sache. Manchmal kommen wir einfach zu ihnen und sagen, das habe ich schon gemacht. Also kann ja jeder irgendwie sagen, ne? So, was geht ab, Leute? Diese Kuh, ne? Wo bist du? Hallo? Boah, es ist immer noch dieser Fehler. Dann hatte ich offscreen auch das Problem. Aus irgendeinem Grund steht da, ja, berichte den oder den, ja, von deinem Erfolg. Letztes Mal sollte ich auch in Sanctuary irgendwie jemanden sagen, dass ich die Ghule oder irgendwie sowas erledigt habe. Und da musste ich irgendwie nach Grey Garden gehen, wo die ganzen Roboter sind. Also, ja. Weiß nicht, was das auch immer soll. Weil da stand gerade, ich soll nach den Außenposten, aber irgendwie ist die Person am vollkommen anderen Ort. Und da kann doch nicht irgendwie so eine Versorgungsperson sein, weil ich glaube nicht, dass ich eine Person von dem Außenposten irgendwie am Ende der Welt irgendwo hinschicke. Was so? Konntest du diese Ghule erledigen? Was? Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Ich bin jetzt so weit hier. Das sind großartige. Okay, kein Problem. Warum muss ich den Versorger denn jetzt immer Bescheid geben? Ich wollte schon sagen, irgendwie geht das nicht weit. Abernethy Farm. Da hat ja alles begonnen. Lass mich dahin, danke. Außerdem bin ich kurz vorm Level Up, ich will einfach nur ein Level Up jetzt mal holen. Weil der Preston, der soll mir mal eine Mission geben, wo ich neue Siedlungen finden kann. Weil Minuteman-mäßig muss ich auch irgendwie so eine Mission noch machen. Weil ich mehr Siedlungen auftreiben muss, aber irgendwie sagt er mir nicht, ja, da ist eine potenzielle Siedlung. Scheint wirklich was zu werden. Die haben meine Tochter entführt. Was, schon wieder? Alles in Ordnung. Sag mir einfach, was passiert ist. Jetzt machen die den seine Frau sie entführt. Meinten, sie würden in ein paar... Keine Sorge, ich hole sie zurück. Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bringen sie einfach wohlbehalten zurück. Ich soll kein Kronkorn mehr schon wieder bezahlen. Oh. Medford Memorial Hospital, da war ich doch, glaube ich, schon mal. Wenn ich da gewesen bin, dann werde ich offscreen da reingehen. In 7 Minuten, vielleicht schaffe ich das da. Mal schauen. Medford Memorial Hospital, ich glaube, da war ich schon mal. Ist da nicht irgendwie mit irgendjemandem mal reingehen? Mit Deacon oder so? Ich weiß es gar nicht. Wenn das ein doppelter Ort ist, werde ich dann wahrscheinlich Offscreen machen. Boah, ihr wollt mich doch mal... Bewegung entdeckt. Jetzt wird dann meine blöde Dings angegriffen. Hast du was? Böser Fehler. Was geht? Sims. Mit euch wollte ich eigentlich nicht kämpfen. Oh, in letzter Zeit sehr oft habe ich das Gefühl. Habe ich mich gerade unter seinen Angriff geduckt? Ich verdrück mich immer irgendwie in letzter Zeit, weil ich ein anderes Spiel spiele. Und da ist Nahkampfangriff auf rechten Analogstick. Deswegen drücke ich manchmal in Satt. Das hast du doch mal gesehen, oder? Ja. Okay. Da kommt was. Achtung, du bist weglaufen. Boah, ich bin echt in diese Wache gefallen, hab ich das Gefühl. Nicht schlecht. Hast du was? Ach, nee. Halt mal.
Vielleicht auch ein Schrotgewehr wieder dabei, ne? Wie fossil terrible ist. Aber ein Schrotgewehr schon vermisst, jetzt habe ich mal Munition dafür. Oh ja, da noch irgendjemand drauf. Ah, sehr gut. Ja, noch mehr. Nee, hier hab ich keinen Bock. Schaffe ich das in 4 Minuten? Ich glaube nicht. Geh mal einfach jeden rein und tun jeden One-Shotten irgendwie so, ne? Das wäre so am besten. Bei One-Shotten, wortwörtlich. Ich würde jeden irgendwie in Ego-Shootern so benutzen. Im Begriff. Aber passt eigentlich. So, hier ist leer alles. Nee, ist nicht leer. Doch, hier war ich doch schon mal online. Hier war ich doch schon mal. Ich dachte Raider nehmen für. Da hab ich doch schon mal nicht aufgepasst. Ja, okay, das werde ich wahrscheinlich auch viel machen. Da waren wir sogar vor kurzem noch. Weil das wäre verschlossen. Da brauche ich mich auch nicht hier umschauen, ich muss einfach nur alles töten und dann alle Gegner entfliehen. Nein, die Planke. Weil wir sagten, sind wir wieder verschlossen. So, der ist natürlich schon wieder tot. Ja, am Boden meine ich. Aber wir müssen sowieso dahin, ne? Ja, komm. Geschafft. Ah, schon wieder ein Schloss. Warum zweimal verschließen? Morgen. Schön. Wo siehst du es? Wäre so schön, wenn wir mit dem Schrotgewehr laufen. Guck mal, ja. Kannst du von der Entfernung daneben schießen, meine Güte. Ja, haut mich kaputt. Außer ich hau ihn sofort kaputt. Boah. So, das geht. Und der Boss. Mein Gott. Überschlag beinahe gemacht. So, und da ist irgendwo die Person, die wir retten müssen, ne? Gut, den Rest werde ich dann hier wahrscheinlich offscreen machen. Weil das haben wir exakt so, boah, schon gemacht. Ja, wahrscheinlich nach Bunker Hill oder irgendeiner anderen cool. Siedlung und... weiß nicht. Und fragen mal ein paar Leute, ob die eine Mission von uns haben. Den wir noch nie gedreht haben. Irgendwie sowas in der Art, ne?
Wieder Plan, verplan, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge.